Oh yeah, jetzt ist die Kacke am Dampfen hier bei Kingdom Hearts 3. Denn der Olymp da im Hintergrund sieht nicht so gut aus und da müssen wir jetzt unbedingt hin. Stimmt's, Herkules? Stimmt's? Du kommst doch mit, oder? Oder? Ich glaube ja. Ich glaube, der kommt mit. Und deswegen machen wir uns direkt mal auf die Socken. To the top of the mountain and stop painting. Das ging ja schnell. So, erreiche den Gipfel. Einfach schon mal da, wo wir gerade noch im Team gewesen sind und wisst ihr, wer da aufgetaucht ist? Es war Sigma! Sigi ist aufgetaucht und hat uns ein bisschen was erzählt, aber den kannst du ja auch nicht ernst nehmen. Oder vielleicht sollten wir das sogar. Und da ist ein Fuß! Was macht dieser Fuß hier? Wo ist der Rest der Statue abgeblieben? So, erstmal ein Bad nehmen hier. In Thebes war es ein bisschen sehr heiß mit dem ganzen Feuer. Jetzt müssen wir uns erstmal die Klamotten waschen im Fluss. Achso, der Fluss steht sonst nicht so hoch. Da ist doch was faul. Wie Herkules abgetrieben wird. Ich meine, du bist doch sonst nicht so leicht vorzutreiben. Aha, wen haben wir denn da? Kommt mal alle her. So. Mittlerweile kann ich jetzt auch hier diese Leiste da auffüllen. Wartet. Komm. Ja, die zweite Form auszulösen. Achtung, zweite Form. Yes. Da sind meine Angriffe noch stärker. Und ein Abschlussangriff steht mir auch zur Verfügung. In dem Fall der Betäubungsschlag. Und Herkules wirft erstmal die Felsen. Kann er gerne machen. Halt! Hier rüber! Sogar das Gras sieht wunderschön aus! Die Pflanzen, die Blumen, das Wasser, einfach alles! Das schönste Kingdom Hearts ever! Wer seid ihr denn jetzt? Neue Wasserherzlose, diese, wie hießen die nochmal, Wasserkerne? Zweite Form. Try this. So, ich habe doch schon gebadet. So, wir können wieder das Piratenschiff benutzen. Oder auch nicht. Ne, Moment, geht noch nicht. Wir müssen die Leiste noch mehr füllen. So. Boom. Piratenschiff! Na guck dir schon, wie geil das aussieht! Wir haben es schon einmal benutzt, jetzt benutzen wir es nochmal! Go! Yes! Yes! So, Stufe 6 für Herkules! Und time for the final! Oh, Raketentanz noch zum Abschluss! Falls hier noch jemand überlebt hat. Obergeil. Ach, die waren für das hohe Wasser hier verantwortlich, für den Wasserpegel. Jetzt ist hier kaum noch Wasser drin. So, warte mal, da war irgendwo eine Truhe, die jetzt freigelegt wurde. Also gehe ich nochmal zurück. Wo war denn die? Lass mich mal gucken. War die hier unten irgendwo? Irgendwo war hier jetzt... Da ist sie doch. Wasserknöpfe. Hä? Was ist das? Ausrüstung. Das klingt nach einem Accessoire. Wasserknöpfe. Erhöht die Magie und das FP-Maximum geringfügig. Naja... Ich glaube nicht für mich, weil ich habe jetzt schon den magischen Ring, Magie plus 2, FP plus 2 und Wasserknöpfe macht nur Magie 1, aber FP 3, hätte aber auch Wasserboost und Waska.
Ach komm. Ist vielleicht doch, weil Donald kann ja gar keine Wassermagie, aber ich schon. Und das heißt, ich gebe Donald ganz einfach den magischen Ring, weil der kann Magie sowieso brauchen. Also mehr als ich. Und schon sind wir wieder cool. So, ich gucke aber noch, ob hier unten eventuell noch eine Truhe wo versteckt ist, die jetzt freigelegt wurde wegen dem geringen Wasserstand. Kann ja sein. Ist aber nicht so. Naja, ich bin da lieber ein bisschen vorsichtig. Ich guck lieber nochmal hin. Weil ich neige dazu, oft solche Dinge zu übersehen. Und ärgere mich dann hinterher immer, weil ich irgendwas nicht gefunden habe. Dabei hätte ich nur genauer hingucken sollen. Und bei so einem wunderschönen Spiel will ich einfach nicht ausrasten müssen. Ich will es einfach nicht. Ich muss mich zusammenreißen. Das Spiel ist einfach zu schön und zu geil und zu hammermäßig, um sich darüber zu ärgern, ja? Hier gibt es nichts zum Ärgern, ja? Es sei denn, es kommt vielleicht mal irgendwann ein super-duper-mega-starker Secret-Boss, dann gibt es da vielleicht schon Frustpotenzial. Aber bis jetzt gibt es sowas überhaupt nicht. Bis jetzt bin ich einfach nur hellauf begeistert von diesem Spiel. Und ich hoffe, das wird auch weiterhin so bleiben. So, jetzt gehen wir erstmal buchstäblich die Wand hoch und aha, Steilweg, gibt es hier eine Map? Die gibt es, Karte vom Olymp. Muss auch ein bisschen gedauert haben, das zu kartografieren. Die Stelle vor, du musst die Karte von den ganzen Berg hier zeichnen. Kriege ich diese Äpfel? Untersuchen. Ja, einfach mal die Äpfel geklaut. Scheint eh keinen zu stören. Und da sind sie wieder. So, what the? Gib mir noch mehr Dönersplitter. Und Piratenschiff nochmal. Das sieht so geil aus. I love it. Das war die beste Idee, die sie jemals hatten. Warte mal, können wir eigentlich irgendwie... Können wir mehr Schwung holen? Irgendwie so, dass wir mal so einen Überschlag machen? Finale! Irgendwie... Oh, zweite Form? Das geht auch noch. So, obwohl jetzt eigentlich gerade gar keiner da ist, aber vielleicht sind hier oben nochmal welche. Wo seid ihr denn, ihr hässlichen... herzlosen Typis? Ich weiß ja nicht mal, wie die heißen. Also, nicht so unbedingt. Weil wir einfach nicht wissen, wer die sind. So, Herzlose? Herzlose... Okay, keiner da. Dann halt nicht. So, hätte jetzt aber theoretisch da drüben auch noch was sein können, oder? Warte mal, was ist denn das da oben? Irgendwie... Da oben ist eine Truhe. Oh, wie komme ich denn da bitte hin? Ich kann doch gar nicht fliegen. Da oben ist eine Truhe. Die will ich haben. Wie gesagt, früher in Dreamtalk Distance hätte ich jetzt hier ständig an der Wand immer wieder hochspringen können, bis ich halt oben bin, aber geht nicht. In dem Spiel geht das nicht mehr so wie früher. Das soll wohl verhindern, dass man wohin kommt, wo man noch nicht hin soll. Und aha, da seid ihr ja schon wieder, ihr Wasserkerne. Muss ich euch erstmal wieder vermöbeln, dass der Wasserpegel sinkt. Dann könnt ihr das gerne haben. So, zweite Form. Betäubungsschlag! Und Piratenschiff wieder! Wenn ich das schon sehe, bekomme ich Lust auf eine ganz bestimmte Welt. Wo ich mich frage, wann wir da wieder hinkommen. Da sind ja noch immer welche. Alter. So. Ich habe keine Angst vor euch. Ich habe schon ganz andere Herzlose platt gemacht. So, Achtung. Und Goofy Bomber. Das war geil. Und da sind noch mehr.
sind ja immer noch welche da. So, zweite Form nochmal. Here we go. Betäubungsschlag, Beach. Mickey Mouse Symbol. Da. Hab wieder eins gesehen, aber ich kann die immer noch nicht fotografieren. Wie gesagt, wir können noch keine Selfies machen. Leider. So, dafür nehmen wir uns noch ein paar Äpfel mit. Hat jemand Hunger? Einen Apfel snacken? Wie kommt man dann bitte... Vielleicht, wenn ich noch weiter oben bin, dass ich dann einfach von oben runterspringen kann? Vielleicht komme ich dann an die Truhe ran? Ich wüsste nicht, wie ich das anders anstellen soll. Vielleicht geht das jetzt von hier drüben. Da, halt, was ist hier? Achso, ein paar so Kügelchen. Aha! Oh mein Gott, wie viele seid ihr eigentlich? Und Pirate Ship! Also wem auch immer das eingefallen ist, das war die beste Idee, die er jemals hatte. Diese Attraktionen zu machen. Weil die einfach nur mega aussehen. So, warte mal, wo war denn überhaupt jetzt die Truhe? Die war doch irgendwo hier drüben, oder? Die müsste irgendwo in die Richtung, glaube ich, sein. Aber das sehe ich jetzt leider nicht. Wir sind ja auch wieder diese komischen Figuren. Wir sind diese Figuren dort. Noch mehr. So, jetzt machen wir mal Fire in the Hole. So, Vaska. Wie geil war das denn gerade? Oh, Combo Plus. Stufe 6 für Sora. Was haben wir da? Ihre Teetassen. Die will ich machen. Die ihren Teetassen. Das ist wieder was Neues. Das ist eine andere Attraktion. So, los, komm. Zweite Form. Und ihre Teetassen. Tassenwirbel. I love it. Echt liebe es. So sehr, wie ein Potion geil sein kann. Was war das jetzt? Achso, hier, Knacks. Oh, Fertigkeitenring. Und da hat noch ein kleiner Spacken überlebt. Hier ist noch eine Truhe. So, Allheilmittel. Alle Heldemittel. So, wieder etwas Neues. Ne, warte mal, haben wir hier eigentlich... Combo Plus. Füge deine Kombos am Boden einen zusätzlichen Angriff hinzu. Das wäre gar nicht mal so schlecht, aber es braucht wieder 4 FP, haben tue ich aber zu wenig. Es sei denn, ich mache wieder einmal Schadenskontrolle raus und mache dafür Combo Plus wieder rein. Und genau das mache ich auch. So, was haben wir jetzt hier? Nee, was habe ich da? Hä? Was habe ich denn da jetzt bekommen? Ist das eine Rüstung? Ah ne, hier, Fertigkeitenring. Erhöht den Angriff geringfügig und das FP-Maximum ein wenig. Ne, das wäre vielleicht doch mal was für unseren Goofy. Der kann das ganz gut brauchen. So. Okay. Das war zwar jetzt nur so ein extra Bereich, der das war jetzt nicht so wichtig, aber für die Truhen dann doch wieder. So. Dann gehen wir hier noch weiter rauf. Die Aussicht ist ja auch mal... Oh, Wahnsinn. So muss das sein, Leute, ja? Da können sich andere Entwickler eine Scheibe von abschneiden. Und zwar eine richtig dicke Scheibe. Ich habe leider immer noch keine Ahnung, wie ich an die eine Truhe da drüben rankommen soll, weil die ist so weit oben. So, was passiert jetzt? Das ist so ein freier Platz, das ist verdächtig.
Tut sich aber nichts. Hoppla. Entschuldigung, war keine Absicht. Ich glaube, das ist jetzt nur, dass wir hier leichter rauf können, oder was weiß ich warum. Da sind noch Äpfel. Und da sind auch wieder welche. Da kommst du her. Piratenschiff. Es ist einfach zu geil. Ich muss das immer wieder machen. Es einfach Spaß macht. Make him fly. Vor allem, ich nur mit dem Piratenschiff jemanden fliegen lassen soll. So, Äpfel, Dankeschön. So, nur kurz hier. Alter. Die Bewegungsfreiheit in den Welten ist der Oberhammer. So, und jetzt bin ich jetzt direkt über diesem Plateau, wo die Truhe wäre, wenn ich jetzt hier wieder... Hey, vor allem, guck mal. Der Baumstumpf da unten ist auch wieder Mickey Mouse Symbol. Also eine natürliche Form, die genauso aussieht wie Mickey Mouse. Und ich will endlich mal dann Fotos machen. Ich hoffe, dass das nicht zu lange dauert, dass wir... So, warte mal, ich kann jetzt doch wirklich von hier oben, kann ich jetzt hier runter? Ja, genau. Und dadurch komme ich doch noch an die Truhe ran. So, und das alles für ein Potion. Na toll. Aber Moment, was ist hier? Geheimgang? Aha! So, Waska! Alter, voll die Wasserexplosion, das ist so geil. Ihre Teetassen! It's Tea Time! Wow, wow, wow! Alter, das sieht auch nicht schlecht mit Sora! Woo! So, time for the final! Das nenne ich mal Kreativität! Ja, das ist genau das, was das Spiel braucht. Kreativität. Und nicht zu knapp. So. Noch ein Mickey Mouse Symbol. Also jetzt habe ich schon, glaube ich, 4 oder 5 oder so gefunden. Also, wenn wir dann irgendwann mal dieses Gerät haben, womit wir Selfies machen können, und wenn es einfach ein simples Smartphone für uns als Sucher ist, dann muss ich halt nochmal hierher und muss hier überall Fotos machen. Ja, wie gesagt, das ist erforderlich, um später das Secret Ending freizuschalten, wobei man auf Profi nicht so viel von denen fotografieren muss, wie jetzt auf normal oder gar auf leicht. Oh mein Gott, diese Statue! Guckt sie euch an, das ist Zeus! Treffen wir jetzt endlich Zeus? Oh mein Gott, bitte! Aber erstmal müssen wir wieder alle herzlos mit Teetassen besiegen! Es ist einfach nur der Hammer. So. Yes. Und what da? So. Ey, was? Er ist nicht angreifbar. Okay, jetzt wieder schon. Und was ist das denn für ein Ding? Was ist das für ein ekliges Etwas? Goofy Bomber! Und schnapp sie dir! Get him! Oh yeah! Alter, sind die irgendwelche Erdkerne? Tentakel! Waska! Zweite Form! Boom! Was bist du denn? Auf jeden Fall bist du eklig, damit du es weißt. So, oh, jetzt habe ich keine MP mehr zur Verfügung, aber ich hau den Vieh einfach mal so aufs Maul. Irgend so eine Sandschlange ist das. Ist ja ekelhaft! So, da bist du wieder! Jetzt stirb endlich! Yes! Erreicht den Gipfel. Immer noch. So. Was auch immer das jetzt für ein Fieber, es sah schon sehr unangenehm aus. Wo ist denn jetzt...
Wo ist die Statue von Zeus? Ach, da oben. Nee. Doch, da. Ist hier noch irgendwas? Irgendwelche Zutaten? Hier ist nochmal so eine komische Figur. Nee, nichts versteckt. Dann einfach die Wand hoch. So. Also Respekt an den Steinmetz, der die Statue geklöppelt hat. Das muss ja auch eine Ewigkeit gedauert haben, bei so einer Größe so eine Statue zu bauen. Das hat sicher ein ganzes Weilchen gedauert. Wir sind endlich wieder genau da, wo wir angefangen haben. Wo uns Hades dann mit den Titanen weggeblasen hat. Jetzt sind wir endlich wieder hier. Oder wie jetzt? Das war doch der Ort. Da bilde ich mir das jetzt ein. Jetzt habe ich... Wo sollen wir denn jetzt hin? Jetzt laufe ich ja schon wieder im Kreis. Müssen wir mit der Statue irgendwas machen? Ja, warte mal, hier können wir ja auch die Wand hoch. Moment mal. Geh mal auf der anderen Seite hoch. So. Herrgott nochmal, Zeus. Können wir mit dir vielleicht mal reden? Wir brauchen deine Hilfe. Oder vielleicht braucht er ja unsere Hilfe. Jetzt sag nicht, ich kann auf die Starte rauf. Nee, da ist eine unsichtbare Wand. Was soll ich denn jetzt tun? Ich meine, es heißt immer noch, erreiche den Gipfel, aber langsam aber sicher wird es ein bisschen problematisch, den Gipfel zu erreichen. Vor allem, wo ist der Gipfel wirklich? Der ist... Warte mal, da haben wir noch so einen fetten Tempel. Also wahrscheinlich müssen wir da hin. Frage ist, wie? Also hier geht es nirgendwo weiter. Hier ist nur die eine Tour, die ist schon offen. Der Statue selber lässt sich auch nichts tun. Ja, schade. Da müssen wir irgendwie gucken, dass wir hier doch nochmal dem Weg hier wieder folgen. Was anderes würde ich jetzt hier nicht sehen. Weil wir sind doch eigentlich von hier gekommen. Seht ihr hier? Jetzt sind wir ja wieder hier. Das soll sich einer auskennen. Es ist ja nur blöd, dass ich nur eine Minimap habe und keine richtige Karte. Aha! This sure does feel awfully familiar. Yeah, just like before. Guys, this is getting worse by the minute. I hope I'm wrong, but my family may need me. Sora, I'm gonna fly ahead. You've been a big help, but leave the rest to me. Family. Yeah. Dad's king of the gods. Yeah. What? His father is a god. But doesn't that mean Herc is a god too? Oh, I think it does. No wonder he's so strong. Then he'll be okay. Won't he? No. Organization 13's here. He'll need our help. Good point. We gotta go. The heroes never quit. That's tough. All I know is that she was in trouble. Suddenly, I wanted to save her with all my heart. We fight with all our heart. Come on! Okay, jetzt geht's endlich weiter.
jetzt haben wir hier eine Cutscene ausgelöst. Der Abgrund. Oh shit, lauf die Klippen hoch, erreich den Gipfel. Alter, das ist der Felsentitan, Granitos. Ein richtig dicker Klotz. So, wow. Ich habe Angst, dass ich hier vielleicht was übersehe, wenn ich hier rauflaufe. Vielleicht gibt es ja hier auch noch Truhen oder so. Alter, ist der riesig. Den schnapp ich mir! Der kriegt jetzt richtig die Hucke voll! Das war grad geil! Aber Sorabo, seit wann kannst du denn so geile Sachen hier? Der ist ja richtig akrobatisch, unser Boy! So, das heißt, er ist jetzt hier unser Boss dann. Können wir hier nochmal irgendwo speichern vielleicht oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Ob es hier noch irgendwo einen Speicherpunkt gibt, kurz für den Bosskampf, wäre das sehr fair und nett. So, da lang oder dort lang? Ich gucke erstmal hier. Ah ja. Dann haben wir eine Kiste und... Das irgendwas ist nur. Achso, doch hier meine Truhe. Alles mitnehmen. So, ein Hi-Äther. Hi-Äther. Hallo. Der Witz wird langsam auch irgendwann alt. So, Alter, vor allem jetzt hat voll das Wetter umgeschlagen. Alles ist total dunkel. Es blitzt und donnert und oh shit. Ich glaube, so schnell werde ich nicht speichern dürfen. So, Plasma out. Hey, cool, das ist ja wieder was Neues. Alter, wie geil! Woo! So, Düsenschub! Kann ich euch alle abballern hier? Richtig geil! So, Finale! Achso, das war nur so ein Powerschuss. Ja, warte mal, das geht ja noch weiter. So, ich werde jetzt alle einfach so genau. Richtig geil! What da? So, Raketentanz! Boom, Baby! So, Luzidtropfen und zweite Vorarm. Hier wird alles ausgepackt. So. Gegen euch werde ich nicht verlieren. Niemals. Denn Helden geben nicht auf! So, Schallschock! It's over! Ja, Moment. Da ist noch jemand übrig. Irgendwo. Da! Komm, stirb! So, waren das jetzt alle? Oder gibt es hier noch welche? Ich glaube, wir haben alle. Wir können weiter. So, da ist er. Besiege Granitos. Okay, es ist schon soweit, Leute. Ich kann nicht mehr zurück. Ich kann nicht nochmal speichern. Es muss jetzt sein. Dann ist der Part halt ein bisschen länger. Scheiß drauf. So, du bist jetzt fällig. Du gehörst mir. Schön den ganzen Felsbrocken ausweichen. Und Alter, da kommt richtig dicker. Oh, ouch. Aua. So, komm mal her, du fettes Schwein. So. Richtig schön auf die Füße hauen. Woanders ist der, glaube ich, gar nicht angreifbar, außer dann noch in seinem hässlichen Doppelgesicht. Und aua, nein, nicht runterfallen. Sogar nicht runterfallen. Bleib oben. Bleib auf dem Boden der Tatsachen. So, komm, ich brauche unbedingt meine zweite Form wieder. Come on. Zweite Form. So, jetzt geht's ab. Goofy Bomber. Bringt das überhaupt was? So, hier, voll auf den Fuß. Ja, das hat was abgezogen. Sehr schön.
Aber irgendwie ziehe ich ihm gerade nichts ab. Was ist los? Er verliert keine LP mehr. Wollen wir den anderen Fuß? Oder treffe ich ihn gerade nicht richtig? Ah, jetzt geht's wieder. Und oh mein Gott, nein! Oh! Alter, du fettes Schwein! So, greift das andere Bein an, das noch LP übrig hat. So, zweite Form nochmal. Bringt überhaupt Wassermagie was mit dem? Ich meine, der ist aus Stein. Aber das ist halt hier nicht Pokémon. So, Vorsicht. Schallschock. Ja, gib's ihm. Auf den großen Zeh und Goofy Bomber. Goofy, du schaffst es. Mach ihn fertig. Go get him. Yeah. So, benutze den linken Stick, um an den glitzernden Stellen jetzt hochzulaufen. Und nein, das mache ich. Das geht nicht. Doch, jetzt geht's. So, ich muss ganz nach oben zu seinem hässlichen Face. Oh, ich, Alter, ich brauche mal Potions. So, sehe hier nichts. Alter, jetzt gibt's richtig auf die Fresse. So, Feuerwerkszug. Oh mein Gott. Wie geil sieht das denn bitte aus? Woo! Jetzt bist du richtig abgeballert, Dickerchen. Das ist eines Bosskampfes würdig. Vorsicht! So. Der kriegt uns nicht. Bam, 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 bam. Alter, die Kamera ist auch so Hammer. So, schön auf die Hand. So, ein bisschen haben wir noch, bis wir Finale machen. Get him! One down. They're not so tough by themselves. That was a rock. Okay, what's next? Der war ja dumm wie ein Stein. So, erreiche den Gipfel immer noch. Ich würde trotzdem gerne speichern, aber ich werde den Part jetzt einfach mal hier beenden. Also, das mit dem Zug war ja mal wieder richtig feines Attraktionsding. Also, auch wenn Sora gerade leider keinen Ringmantel dabei hat, er wird sich hier hoffentlich ja keinen Schnupfen holen. Im nächsten Part geht es ja auch gleich wieder weiter auf dem Weg zum Gipfel. Bis zum nächsten Mal bei diesem endgeilen Game, von dem ich einfach nicht genug kriegen kann. Tschüss!